Einen wundervollen guten Tag. Der Drache ist hinter sich. Saphire und sowas alles nehmen wir alles erstmal mit. Dann Knochen. Naja, erstmal nicht. Wir lassen es erstmal dabei. Beine und Bolzen nehme ich aber auf jeden Fall mit. Was mir gerade aufgefallen ist, er lässt auf jeden Fall keine Seele da. Hat das damit zu tun, dass die Schlangendrachen mir keine Seele geben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht geben die nur Mirag-Seelen oder so. Weil die einen Pakt haben. Die Schweine. Ja, herzlich willkommen bei Skyrim, bei Lydia, bei Günni. Der Drache ist tot. Ich wollte euch einmal ersparen, dieses ewige im Kreis gelaufen, weil ich glaube, wir hätten da alleine schon die ersten 10 Minuten der Folge wieder nur mit dem Drachenkampf fertig gehabt. Wir müssen ja nicht jedes Mal einen Drachenkampf machen, wenn wir eine neue Folge beginnen. Das heißt, ich werde jetzt hier einmal noch mal ein bisschen rumkraxeln, werde mal in diese Höhle gehen, die mir hier angezeigt wird, und dann reisen wir zurück zum Windstein und werden da das Volk befreien. Und mal gucken, wie es mit der Linie weitergeht. So, einmal hier runter oder was? Gut, habe ich jetzt eh keine andere Wahl. Rotmunds Hügelgrab. Ah, hier, okay. Dann gehen wir doch mal da rein. Hügelgrab klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Vor allem auch nicht einfach nur nach Höhle. Ich habe übrigens gerade was im Auge, kleinen Moment. So. Noch ein paar Pilze. Hier ist ein Golderz. Ja, okay, da ist, glaube ich, der Shortcut wieder, oder? Das sieht sehr nach Shortcut aus. Okay, wir haben einen gefluteten Dungeon. Wie es aussieht. Lol. Ja, jetzt hast du tatsächlich mal recht. Ich nehme mich auch nicht, vor allem, weil das Feuer jetzt instant wieder angeht. Das ist sick. Okay, es ist ein leicht gefluteter Dungeon. Ich mach mal schnell speichern, nicht, dass ich gleich ersüppel oder so. Okay, krass. Erstmal alles wieder plündern hier. Moin. Okay. Irgendwas fehlt hier, habe ich das Gefühl, Lydia. Also entweder muss ich die Axt da entfernen, was aber jetzt gerade als Prompt halt nicht geht. Ich hätte aber gerne die Axt, die ist echt hübsch. Oder ich muss noch eine weitere hinzufügen, aber die wäre dann woanders, also nicht hier gerade vorrätig. Und ich werde nicht meine Axt da hinein tun, weil die brauche ich, um mich zu verteidigen. Sagen wir mal so, ich werde Splinter ganz bestimmt nicht irgendwo reinstecken, einfach so. Oder ist das dann für eine Quest später nochmal? Ist natürlich auch die Sache. Warte mal, ich mach mal hier. Gut, war ein Versuch wert. Gut, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat entweder mit einem Item, was ich noch finden muss, zu tun, oder mit einer Quest, die hier irgendwo auf der Insel stattfindet. Nur für den Moment sehe ich hier nicht, dass ich weiterkomme. Also werden wir hier später nochmal zurückkommen wahrscheinlich. Füllt sich jetzt wieder mit Wasser. Krass. Okay. Interessant. Also ich habe auch so das Gefühl, hier hat es irgendwie was mit diesen Drachenpriestern zu tun, von denen ich ja immer noch Masken brauche, auch in Solstheim. Aber werden wir mal sehen. Vielleicht finde ich ja nochmal in einer von den umliegenden Höhlen eine Axt oder so. Werden wir dann, wenn es soweit ist, mal sehen. Aber jetzt erstmal zum Windstein. Und einmal gegen den Windstein schreien und mal gucken, was dann passiert. Habe ich den als Favorit festgelegt? Ich glaube nicht, oder? Schreie, Willen beugen, ne. So, Rainer. Ja, kaputt das Ding. Jawohl. Oh.
Alle drauf da. Helft eurem Retter. Ab ins Knie. Jawoll. So gehört sich das. Die einzig wahre Perfektion der Doppelschwinge. Sprich mit Storn. Storno. Nice. Jetzt ist nur die Sache, kommt der hier hin? Weil jetzt kommen ja gerade alle hier hin. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Das ist so faszinierend wie erschreckend. Ja. Ich bin hier auch, also ich habe einfach irgendwo gepennt. Vielleicht hat er auch die Taverne was damit zu tun. Gut. Ich bin soweit erstmal bedient. Warte mal, wo war jetzt die Brücke? Da. Schöner Wasserfall, immer noch. Mal kurz mit Storno reden. Auf dass wir, wenn möglich, dieses Völkchen zumindest schon mal gerettet haben und die mir vielleicht weitere Hinweise geben können auf Mirag und wo ich ihn finde. Also es sind anscheinend überall in irgendwelchen Dungeons diese Bücher versteckt, mit denen ich dann Kontakt mit dieser Unterwelt aufnehmen kann oder was das war. Das hilft dir auf jeden Fall schon mal weiter. Erstmal das Stehlen. Moin. Vielleicht komme ich hier jetzt auch unter. Das wäre geil. Wenn man mir Obdach geben würde. Moin. Die Luft hat sich verändert. Wir sind sicher. Also wart ihr erfolgreich. Euer Volk ist frei. So ist es. Ihr habt euch als wahrer Verbündeter der Skal erwiesen. Daher sind auch die Skal eure Verbündeten. Chillig. Und was machen wir jetzt? Wenn ihr den Windstein befreit und den Bann über mein Volk gebrochen habt, könnt ihr für den Rest von Solstheim vielleicht das Gleiche tun. Damit werden wir Mirag nicht gänzlich aufhalten. Aber vielleicht können wir ihn etwas bremsen. Klingt gut. Klingt vor allem nach einer sehr offenen Quest, bei der wir auch ein bisschen erkunden können. Das reicht nicht. Ich muss Mirag sofort aufhalten. Ach Güni, jetzt nicht alles auf einmal. Dabei kann ich nicht helfen. Niemand hier kann das. Ihr benötigt das Wissen, das Mirag selbst erlernt hat. Ihr müsst mehr über dieses schwarze Buch herausfinden. Okay, erzählen wir mehr über das Buch. Das war in Miraks Besitz. Es sieht nicht aus wie etwas vom Drachenkult. Es ist ein finsteres, unnatürliches Ding. Ich will nichts damit zu tun haben. Aber der Zauberer der Dunkelelfen, Neloth, er kam vor einiger Zeit zu uns und fragte nach schwarzen Büchern. Ich glaube, dass er sehr viel über sie weiß. Vielleicht sogar zu viel. Sucht ihn im Süden. Seid vorsichtig, Drachenblut. Hier ist etwas anderes am Werk. Okay. Das Schicksal des Skull. Was wisst ihr über die schwarzen Bücher? Wieso glaubt ihr, dass er mir helfen kann? Ja, wo kann ich sagen, woher wisst ihr das? Er sucht ebenfalls nach ihnen. Er hat sogar schon eins gefunden. Er hat es mir gezeigt, als er hierher kam. Okay. Es ähnelte dem, das ihr in Miraks Tempel gefunden habt. Eine Schöpfung dunkler Magie. Nicht des Allschöpfers. Na dann. Okay. Möge der Altschöpfer euch behüten. Obdach wäre halt geil, ne? Also irgendwo ein Zeug, wo ich meinen Scheiß wegpacken kann. An Storns Seite und gut, dass unser Volk jetzt frei ist. Doch, schießt ihr euch mir an? Wir versuchen, das Gleichgewicht in unserer Heimat wiederherzustellen. Könnt ihr gerne machen. Ach Mann, ich hätte gerne eine Hütte hier gehabt oder sowas, aber vielleicht kann ich, wenn ich den Stein in der Anfangssiedlung... Wenn ich den da läute, vielleicht wird mir dann irgendwie was angeboten. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Bei Rabenfels. Da, Erdstein. Zumindest den, den ich schon kenne, den kann ich ja dann auch direkt mal läutern. Dann gibt es wahrscheinlich erstmal wieder einen kleinen Miniboss. Hallo Leute, ihr werdet gleich befreit. Achtung!
Haha. Schwingen, schwingen, schwingen. Als ob die alle wegrennen. So. So viel zum Erdstein. Was ist hier jetzt noch los? Oh lol. Und einfach noch einer aus dem Wasser rausgekrochen. Ausgeschlichen möchte man fast meinen. So. Sehr gut. Das dann jetzt auch zur Wurzel. Ja. Gut, aber natürlich hat es wieder keiner gesehen, ne? Schwebender Fall. Ich weiß nicht, warum Mirak uns diese Schreine bauen ließ. Und ich fürchte, die Antwort übersteigt unsere schlimmsten Befürchtungen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er einfach nur versucht, sich als große Gottheit zu manifestieren hier oder sowas. Aber dann reicht es ja zumindest, wenn zwei davon schon weg sind. Weil vielleicht brauchte er genau 5 oder was das jetzt waren im Endeffekt und 2 davon sind schon weg, also kann er sich ja gar nicht mehr zur vollen Macht irgendwie erstrecken oder irgendwie so ein Quatsch wird sein. Verlassenes Gebäude. Verlassenes Gebäude klingt erstmal nicht verkehrt, hallo. Mit der Spitzhacke konnte keiner in den Minen besser umgehen als ich. Hab mir eine goldene Nase verdient, alles vorbei. Kälte sagt, ich möchte, dass ihr ein neues Getränk. Stimmt, ich bin ja noch Flyer-Verteiler. Ich scheine nur zu sein. Ich gehörte zu den reichsten Bergleuten der Stadt. Ich konnte fast 3 bis 4 Mal so viel wie ein durchschnittlicher Arbeiter hochholen. Ich hätte dieses Ende nie erwartet, dass der Mine das Ebenerz einfach so ausgehen würde. Nun. Im Gegensatz zu den meisten meiner Kollegen war ich zu dumm genug, Geld für die Zukunft zu sparen. Den Rest habe ich für Suyama ausgegeben, um meine Sorgen darin zu ertränken. Ratsherr Morwein war so nett, Rirns und mir zu gestatten, in einem der verlassenen Gebäude zu leben. Zumindest bekommen wir so keine Asche in die Augen. Das ist absolut richtig. Übrigens, apropos Sumaya hier. An dem Tag, an dem ich einen Suyama von Geldes ausschlage, werden mir Flügel wachsen, mit denen ich von diesem Felsen fliege. Gut. Hier nehmt ein Goldstück. Vielen Dank, Fremdling. Kein Thema. Vergeudet nicht euer Leben, so wie ich es getan habe. Hättet ihr vielleicht ein paar Münzen für eine verlorene Seele üben? Ja, komm, ich... Seid gesegnet, Sera. Ich werde jetzt nicht dem einen was geben und dem anderen nicht. Ist nur die Sache, ich fände es voll cool, hier zu leben. Essen, Geld, jedes bisschen hilft. Kann ich hier in das Fass einfach meinen ganzen Scheiß reinpacken und es dann irgendwann abholen? Geht das? Azuras Weiße. Müsste ja normalerweise funktionieren, oder? Land zurück. Hier findet ihr nichts als Elend. Hier ist der Schmied. Hier sind noch so ein paar Gebäude. Was haben wir hier? Hintenhof, Lehrling. Alos Haus. Spuckender Nett. Die Sache ist, das Haus könnte rein theoretisch ja sogar klappen, ne? Das klingt irgendwie wie sowas, aber das ist hier vom Alchemisten, glaube ich. Ja, das wird es wohl nicht sein. Also hier werde ich auch nicht unterkommen. Ich muss irgendwo mal mit jemandem reden, der Ahnung hat, wo ich vielleicht mal irgendwas finde, was mir ein Dach über den Kopf bringt. Marvin Anwesen. Ahnengrab. Na gut, in der Krypta möchte ich jetzt nicht unbedingt wohnen. Tempel. Naja. Mache ich das jetzt mit dem Läutern erst? Nee, Quatsch. Ich läutere jetzt noch gar nichts. Oh, warte mal, hier das blutsgeilen Hügel gehabt, da war doch irgendwie auch nochmal eine Quest gewesen. Da ist der Wasserstein. Da ist der Sonnenstein. Da spricht mit Nilof bei Telemetrien, okay. Also zumindest werden mir die Dinger angezeigt, das heißt, ich könnte rein theoretisch hier rüber über die Gräber und sowas dann zumindest einmal schon mal zum Wasserstein reisen. Ich glaube, das mache ich auch. Weil der Weg des Wissens, das mache ich dann auf jeden Fall danach. Ich läuter jetzt erstmal wild durch die Gegend. Auch wenn ich noch nicht weiß, wo der Tierstein ist. Vielleicht ist das dann etwas, was mir Nelot sagen kann. Ist jetzt nur natürlich die Sache, ist das mit dem Suyama das, dass ich das nur in dieser Stadt hier machen kann?
Das wäre mal interessant zu wissen. Genauso interessant zu wissen wäre, ob ich hier überhaupt lang kann. Ob das eine Küstenlinie ist, die ich beschreiten kann da links, oder ob das einfach hier nochmal durch den Wald geht. Oder kann ich einfach Leuten auf dem Weg auch sagen, hey, hier, nimm eine Kostprobe. Die müssen dann halt erstmal einen sehr weiten Weg gehen, aber zumindest mit den Leuten im Dorf konnte ich ja zumindest nichts anfangen. In die Richtung, dass ich denen sagen kann, hier, ich habe übrigens dieses Getränk, koste doch mal. Was für eine Drüse? Smaragddrüse. Okay. Ein Dürmchen. Gucke mal, das dürfte theoretisch das Grab sein. Und irgendwas war mit dem Grab. Und wenn es nur irgendwas war mit verschieden. Nee. Wohnhaus. Da, Tötemeister der Nacht. Okay, irgendwo ist hier ein Vampir am Bienen. Tachchen. Ich habe gehört, hier befindet sich irgendwo ein Meister der Nacht. Da kann man mal plündern auf jeden Fall. Den Plünder plündern. Das ist natürlich nur die Frage, wo. Ne? Das wird ja wahrscheinlich... Also das wird nicht das Grab sein. Das ist ja einfach nur ein Turm vor dem Grab. Habe ich zumindest so den Eindruck. Kannst mal aufhören. Nur die Frage, wo? Allee, hopp. Wo ist denn der Meister der Nacht? Der wird ja wahrscheinlich in irgendeinem von diesen Türmen dann entweder sein oder unten drunter. Halt in dem Dungeon. Warte mal, die Truhe habe ich geleert. Ich werde da wohl nicht die Truhe ignorieren hier. Aber nur hier weiter hoch. Auch wieder das alte Leid. Ich sehe wieder überhaupt nichts, weil blinder Fleck. Okay, kleiner Alchemieturm hier. Das giftige Lied, die Falle. Wir haben ja einiges jetzt auch schon mal wieder mitgenommen. Bisschen so Jammer. Ist ganz gut für die Bar zu Hause auch, ne? Hier geht's nochmal weiter. Das ist, glaube ich, auch die Quest, die dann relativ wichtig werden könnte, weil die mir noch die Chance darauf gibt, dass ich den Hammer nochmal bekomme als Quest. Von der Wacht, von der Dämmerwacht. Kritzelte Notiz. Hör mal, Merin, ich bestreite nicht, dass diese Türme auseinanderfallen, aber ich glaube, dass sie mit euren Sprüchen von der unterfallenden Balken übertreten. Vielleicht sind da Balken runtergefallen, während er geschrieben hat. Ich weiß ja nicht. So, aber ich glaube, über den anderen Balken komme ich dann jetzt doch nochmal in irgendein Grab oder sowas in der Richtung zumindest. Ja. Ziemlich genau da. Dann gehen wir mal in das Grab hinein. Aber wir werden das Grab jetzt höchstwahrscheinlich nicht beenden, es sei denn, es ist ein Mini-Grab. Denn wir sind so langsam aber sicher in der Endsektion dieser Folge angelangt. Ja, gucken wir mal, hier liegen noch ein paar Opfer von den Plünderern, habe ich das Gefühl. Okay, hier komme ich jetzt nicht weiter. Einfach immer dem Wind folgen. Obwohl der natürlich auch durch Ritzen ziehen kann. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Hoffentlich. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Wir werden hier... Oh Gott. Okay, das war ein Jogger. Ich habe schon gedacht, das sind verbrannte Leichen. Die Art von Plünderer haben wir hier.
Na, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, das ganze Zeug da lassen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Entweder von Skyrim oder einem anderen Projekt von uns. Bis dahin schleiche ich hier nochmal ein bisschen rum. Macht euch noch einen schönen Tag, haut rein und tschüssi.